Der emeritierte Papst Benedikt XVI. Ist tot. Von April 2005 bis zu seinem Amtsverzicht am 28. Februar 2013 war er Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Bereits seit Jahren hatten gesundheitliche Probleme ihm zu schaffen gemacht. Ende Dezember erklärte Papst Franziskus, wie ernst die Lage sei und bat um Beistand für seinen sehr kranken Vorgänger. Nähere Details wurden zunächst nicht genannt. Doch schon seit Jahren litt Papst Benedikt unter gesundheitlichen Problemen, die 2013 auch der Grund für seinen Amtsverzicht waren. 2005 wurde er zum ersten deutschen Papst seit 482 Jahren. Zuvor war er unter anderem als Erzbischof von München und Freising tätig. Kritisiert wurde Papst Benedikt bis zuletzt wegen seines Umgangs mit den Vorwürfen sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Er selbst wies jegliche Schuld von sich, bat die Opfer solcher Übergriffe aber um Verzeihung.